Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Eben mit der Klangschale, das war Norbert Forcher, Musiktherapeut im Thiele-Winkler-Haus. Mein Name ist Dagmar Heine, ich bin Pfarrerin hier in Lichtenrade. Einmal im Monat machen wir normalerweise zusammen die Andacht im Thiele-Winkler-Haus für die Bewohnerinnen und Bewohner und für die Mitarbeitenden im Haus. Jetzt machen wir die Andacht hier. Ich grüße Sie mit der Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wir singen das Lied zur Jahreslosung. Was ist eigentlich Pfingsten? Was feiern wir da? Es gibt eine Redensart, die sagt, Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Stimmt denn das? Ja, Pfingsten schenken wir einander wohl nicht so viel wie zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder auch zu Ostern. Pfingsten gibt's doch kaum Geschenke. Dabei, Gott hat uns etwas ganz Großes geschenkt, den Heiligen Geist. Ich lese aus der Apostelgeschichte im 2. Kapitel die ersten 4 Verse. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren.
Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Ja, der Heilige Geist ist schwer zu beschreiben. Wir können ihn nicht sehen. Mit Sturm und Feuer wird er hier in der Apostelgeschichte verglichen. Aber seine Wirkung ist groß. Er befähigt die Jünger, die Freunde Jesu, so zu sprechen, dass sie von anderen verstanden werden. Und das ist doch ein richtig großes Geschenk. Wir können durch den Heiligen Geist so sprechen, dass andere etwas von Gott und dem Glauben verstehen. Und auch wir selbst können viel mehr von Gott und seinem Wirken in der Welt und an uns und durch uns verstehen, weil Gott uns den Heiligen Geist geschenkt hat zu Pfingsten. Ein wahrhaft großes Geschenk. Die Redensart, Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, stimmt also nicht wirklich, würde ich sagen. Damals, so heißt es, beim ersten Pfingstfest gründete sich durch das Wirken des Heiligen Geistes die erste christliche Gemeinde in Jerusalem. So feiern wir Pfingsten auch als den Geburtstag der Kirche. Ja, so lasst uns Pfingsten feiern als ein richtig großes Geburtstagsfest. Sicher dieses Jahr ein wenig anders und mit Abstand, aber doch ganz fröhlich. Lasst uns beten. Guter Gott, manchmal bin ich traurig. Manchmal fühle ich mich allein. Ich suche Trost. Tröste mich, du Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Herr, erbarme dich. Guter Gott, sei bei mir. Sei bei meiner Mutter, bei meinem Vater. Sei auch bei meinen anderen Verwandten und bei meinen Freunden. Herr, erbarme dich. Gott, höre mir zu. Sprich mit mir. Umarme mich. Gib mir Kraft, Mut, Hoffnung und Freude. Herr, erbarme dich. Wir bitten für alle im Thiele-Winkler-Haus um deinen Heiligen Geist. Und alles, worum wir dich, Gott, noch bitten wollen, sagen wir dir mit dem gemeinsam gesprochenen Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen, komm Herr, segne uns. Gemeinsam Luthers Abendsegen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe. Und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen.